Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und das ist Keystone Capers auf dem Atari 5200. Ja, da gab es das Ding auch. Und ist ein bisschen musikalischer als die anderen Versionen, wie auch immer sie da drauf kamen. Sonst ihr seid immer noch dieser Bobby, ja? Hier Keystone Dingenskirchen. Und ihr müsst immer noch Hooligan Harry, ein unglaublich geiler Name, finden. Und ihr seht schon, er spielt sich gut, er spielt sich flüssig. Für ein Atari 5200 Game bin ich total begeistert. Da sage ich, wie geil ist das denn? Wie hast du die Nummer denn gemacht? Der muss hier nicht die Lüfter hoch, der kann das so hin. Ist jetzt ein Zufall? Geht das bei einer anderen Version auch? Jetzt schreibt das mal in die Kommentare, das interessiert mich mal. Ich habe ja schon mal ein paar Versionen von dem Game gezeigt. Deswegen dachte ich mir, wenn ich sowieso gerade dabei bin, ein bisschen 5200er Games mir anzugucken, dann machst du auch mal eben die hier. Ich finde die gar nicht schlecht. Also ich finde die gut aufbereitet, gut designt, auch grafisch voll in Ordnung. Ich mache jetzt mal die Version, wie man es so kennt. Da verzichtet man eigentlich auf die Lifte. Bin kein Fan von den Liften. Ich habe auch nie irgendwie herausgefunden, was da für ein Sinn ist. Außer, dass wenn ihr den Lift nehmt, die gottgleiche KI des Diebes schon weiß, ah, da nimmt ein Lift. Schön hört das Piepen oder so, oder was weiß ich, ist wie bei Watch Dogs, kann sich da reinhacken oder so. Weiß es nicht. So, ich hab dich. Zack. Das basiert auf Keystone Cops übrigens, falls das jemand interessiert. Das ist so, ja, ich glaube bei uns hieß das wirklich Väter der Klamotte. Also auf jeden Fall klassisch schwarz-weiß Film, Gedönse und eben wie gesagt, ne, Cops gegen irgendwelche Sträflinge. So, ihr seht, jetzt sind wir bei Einkaufswagen. Es ist also so eine Art Mall. Die Rolltreppen sind für uns nur nach oben. Ich glaube, der Dieb kann sie auch nach unten benutzen. Ich weiß aber nicht, vielleicht haben sie es in der Version aber geändert. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht sehe ich es gleich mal. Und im Augenblick sind noch... Na, Doken ist ganz normal. Gut. Ihr habt beim 5200er übrigens zwei Feuertasten. Das, was sie beim 7800er ja auch gemacht haben. Deswegen wollte ich mal eben kurz gucken. Nicht, dass auf einer anderen Feuertaste Doken ist. Das wäre dann gleich schlecht. Weil gleich kommen Gegner, dann seid ihr nämlich instant tot. Und das muss nicht unbedingt sein. So, ich hab dich. Zack. So. Und wieder geht der Job los. Irgendwie ein bisschen wiederholend. So. Modellflugzeuge ducken, weil da ist man instant tot. So, soll ich mal... Komm, ich mach mal wieder... Mach's mir mal einfach. So, bis der kommt, kann ich auch schon wieder dreimal da sein, ey. Komm, machen wir uns den Weg. Wahrscheinlich ist das so, da kann man wahrscheinlich tricksen. Aber wahrscheinlich ist es... Ja, sicherer kann man nicht sagen, aber vielleicht auch so gewollt, dass man über die ganzen Etagen geht. Also könnte man ja öfter drauf gehen, ne? Gary Kitchen, der das entworfen hat. Wenn ich mal sehe, frage ich ihn mal, aber die Chance, dass ich ihn sehe, ist wahrscheinlich gering. Aber trotzdem. Die Activision Games gibt's eigentlich ganz, ganz wenige, die seltsam sind. Die meisten sind echt gut und die meisten sind dann auch wirklich gut auf jeder Plattform. Selbst ihr auf dem Atari 5200. Oben ist noch eine Etage übrigens. Das heißt, erst dann ist der Delinquent in Freiheit. So, da bist du. Ich hab dich. Wir sind hier auf dem Dach. Ihr seht, Zeit wird auch immer weniger. Es wird alles schneller. Aua. Das kostet Zeit.
Es ist aber noch nicht tot. Hier hingegen wäre tot. Also auch wenn er in ein Flugzeug springt, wäre dann Ende. Ich spare mir jetzt einfach mal den Lift. Aua. Das geht ja hier gut ab, ey. So, wir haben noch alle Leben, ne? Na, hier möchte gern Highscore-Challenge. Eure Chance. Ist egal, welche Version ihr macht. Sind alle ziemlich gleich. Also die spielt sich wirklich echt gut. Boah, 7 Sekunden, wie soll ich das denn schaffen? Hä, wo vergessen? Ja, wie soll ich das denn? Kriege ich ihn ja wohl nicht. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt Ende. Ist es auch. So, also 50 Sekunden sollte man schon mal keinen Mist bauen. Ach, boah, was kostet das? 11 Sekunden? Was, das kostet 10 Sekunden? Ach du Scheiße. Ja gut, das geht natürlich gar nicht. Da muss ich doch mal hier Liftboy spielen. Die lassen mich durch, ich bin Polizist. Oh, lassen sich Zeit. Ich nehme nochmal einen Donut oder bestelle mir eine Pizza. Was so harte Cops halt tun. Boah, braucht der ewig hier. Muss ich den irgendwie rufen? Boah. Alter, ey, der braucht halt ewig. Na gut, jetzt mache ich mir einmal den Weg entschlossen. Jetzt mache ich den auch einmal. Ah, da ist er. Boah, aber wie soll ich das denn schaffen, ey? So, jetzt mal hoch mit dir. Also in dieser Version kann ich euch das aber mal ganz klar abraten, den zu nehmen, weil der ist ja, der kann ja gar nichts. In 10 Sekunden. Wie soll das gehen? Aber es wird knapp. Es wird knapp, das könnte noch passen. Jawohl! Schön. Ah, ja. Nochmal ein Freileben. So, wollen mal gucken. Ja. So. Ah, geht doch schon wieder nicht. Na gut, wir wollen es nämlich allerdings nicht zu einfach machen. So, warte mal, jetzt zeige ich euch das mal. Wenn ich jetzt einfach mal... Ups, der geht jetzt nach oben, ne? Bitte? Und dann geht er runter. Jetzt will ich mal wissen. Nee, der geht nicht... Der geht nicht die Rolltreppe hoch, der geht so runter. Ja, da habt ihr jetzt gesehen, was passiert. Dann stirbt man nämlich. So, also Vorsicht vom Ball, weil der macht mir im Augenblick ganz große Freude. Das ist im Augenblick mein Feind. No. Ich werde es gleich mal mit Ducken versuchen. Aber irgendwie mag der Ball mich gar nicht. Das ist nicht großartig. Ah. Mist. Das geht nicht. Das klappt schon wieder nicht. Die Musik im Hintergrund kann man ausschalten. Ich lasse die jetzt aber drin. Meistens ist ja... Ja. So, jetzt wird's spannend. Na komm. Ich sehe ihn. Ja, ich hab dich.
So, Level 7 wird doch bestimmt. Es ging auch nicht. Ihr seht schon die Einkaufswagen. Ja, super. Oh. Schön in die Richtung. Entgegengesetzte Richtung. Das gab's schon mal Level 7. Oh mein Gott. Geht aber noch. No. Alter, das geht gar nicht. An dem Ball schaffe ich echt nicht. Ja, das war klar. So, machen wir nochmal einen Versuch. Da musst du drüber springen, wie soll es denn anders gehen? Jetzt geht's aber zur Sache hier. Natürlich. Ich glaube, diesen Versuch kann ich abbrechen. Der wird nicht klappen. Ich habe mich ja eigentlich sonst über die Controls hier nicht beschwert. Und die sind auch wirklich flüssig. Im Gegensatz zu anderen Spielen auf dem Atari 5200, aber da bin ich geduckt. Ich habe mich geduckt. Oh, es läuft. So, jetzt. Komm, ich habe noch keinen Ball um die Ohren gekriegt. Vielleicht ist das ein Zeichen. Ja, das sieht gut aus. Das ist jetzt alles perfekt. Ich möchte einfach nur schweigen. Ich hätte ihn mit Sicherheit gehabt. Jetzt habe ich schon wieder irgendwie fast unlösbare Aufgabe. Yes! So. Wo ist er? Wo ist er, der Sausack? Da ist er! Yes! Na so gut, dann brauche ich sowieso, kann ich sowieso den Lift nehmen. Anders ist sowieso keine Chance mehr. Ah, immer eine gute Score, aber der Ball, der ist mir hier aber gar nicht hold. Aber wirklich nicht. Der Lift, der ist mir gar nicht hold. Der braucht auch 500 Stunden. Lass dir Zeit, wir haben ja alle Zeit der Welt. Überhaupt kein Thema. Stress dich nicht. Alles easy going. Nö. Einfach auch mal gegen den Trend. Also der Lift kriegt keinen Burnout. Wenn ich mit dem fertig habe, dann steht er zwar trotzdem in Flammen, aber Burnout bekommt er nicht. Das ist übrigens ein geiler Ferienjob, glaube ich, hier. Oder wenn man als Rentner noch was machen will, wird man Liftjunge hier, glaube ich, in dieser Mall. Na. Können ja gleich hier rausgehen und rausfahren. Naja, egal. Das war Keystone Capers. Eine absolute Legende von Gary Kitchen. Auch wieder von Activision. Hier auf dem Atari 5200. Wenn er euch ein wenig erfreuen konnte darüber, dann bitte abonnieren, kommentieren, bewerben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Bis dann. Tschüss.